Kennst du das? Du machst Popcorn in der Mikrowelle, aber es bleiben immer ungepoppte Körner übrig. Du kannst sie ausschütten, bevor du die Tüte öffnest. Siehst du dieses winzige Loch am oberen Rand? Schüttle die Tüte einfach über einem Teller und die ungepoppten Körner fallen durch das Loch heraus. Es ist viel besser, Post-its nicht von unten nach oben abzuziehen, sondern von der Seite. So bleibt das Papier flach und der untere Rand wälzt sich nicht nach oben. Schäle deine Banane von oben, dann quetschst du nicht die Unterseite. Das Loch am Pfannenstiel dient nicht nur zum Aufhängen an der Wand. Du kannst da auch deinen Kochlöffel reinstecken, wenn du Suppe kochst. Du kannst den Pappbehälter mit chinesischem Essen so öffnen, dass die vier Wände flach auf dem Tisch liegen. Du musst ihn nur so aufklappen und schon hast du eine Art Teller und das Essen kühlt schneller ab. Wenn du schnell und einfach eine Orange schälen willst, dann schneide sie oben und unten auf und halbiere sie dann. Jetzt kannst du das Fruchtfleisch einfach ausrollen. Fast jeder benutzt das Reisekissen falsch. Normalerweise richten die Leute die beiden Enden des Us nach vorne. Aber die richtige Position ist andersrum. Das heißt, der Bogen befindet sich unter deinem Kinn und die beiden Enden zeigen nach hinten. Dein Nacken wird sich in dieser Position viel entspannter fühlen. Und du kannst ein schönes Nickerchen machen. Dein Deckenventilator hat zwei Modi. Einen für den Winter und einen für den Sommer. Du musst nur den Schalter an deinem Ventilator finden. Schalte nach oben, um den Wintermodus zu starten, oder nach unten für den Sommermodus. Im Sommermodus drückt der Ventilator die Luft nach unten und im Wintermodus saugt er die Luft nach oben. Nach allgemeinen Benimmregeln lässt man die Leute erst raus aus dem Zimmer, dem Gebäude, dem Aufzug und tritt dann erst ein. Also lass sie erst raus, dann hast du Platz und kannst reingehen. Wenn du drin bist, dann gehst du zuerst raus. Mit dieser einfachen Regel vermeidest du peinliche Zusammenstöße. In Restaurants und Cafés stehen oft Zahnstocher auf dem Tisch. Die meisten Menschen machen es aber falsch, wenn sie direkt nach dem Essen am Tisch in ihren Zähnen rumstochern. Die korrekte und kultivierte Art ist, ins Bad zu gehen und dort die Essensreste zwischen den Zähnen rauszuholen. Schau dir jetzt an, wie man einen Müllsack richtig bindet, ohne dass oben dieses Loch bleibt. Binde die dünnen Bänder nicht zusammen, sondern halte sie hoch. Mache einen Knoten in die Tüte und wickle die Bänder um den Knoten. Und schon hast du die Tüte dicht verschlossen. Willst du deine Turnschuhe im Trockner trocknen, dann bindest du die Schnürsenkel zusammen. Legst die Schuhe in den Trockner, aber die Enden der Schnürsenkel lässt du draußen. Und schließe dann die Luke. Geschafft! Kabelgebundene Kopfhörer passen viel besser in dein Ohr, wenn du sie so reinsteckst, dass die Spitzen mit dem Kabel nach oben zeigen. Das Kabel legst du dann einfach hinter dein Ohr und die Kopfhörer fallen nicht mehr aus den Ohren. Eine Haarnadel befestigst du mit der gewellten Seite am Kopf. So rutscht sie nicht aus dem Haar. Wenn du deine Zähne mit einer elektronischen Zahnbürste putzt, dann mach keine schnellen Bewegungen. Lass die Zahnbürste sanft über deine Zähne gleiten. Hast du es schon mal geschafft, eine Zuckertüte mit nur einer Hand aufzureißen? Das ist einfach. Halte die Tüte über deine Tasse. Lege sie auf Zeige- und Mittelfinger und drücke dann mit deinem Daumen auf die Mitte. Sie wird sofort aufbrechen und der Zucker rieselt in deiner Tasse. Wenn du Saft oder Milch eingießt, dann halte den Ausguss oben. Dann schwappt es weniger. Du trägst eine Sonnenbrille und betrittst einen Raum. Wo steckst du die Brille hin? Lässt du sie auf deinem Kopf, hängst du sie an deinen Kragen oder steckst du sie in deine Tasche? Am besten steckst du sie in deine Brusttasche. Die Gläser nach innen und ein Bügel ragt aus der Tasche. So ist sie sicher verstaut und die Gläser sind geschützt. Wenn du die Toilettenspülung betätigst, klappe vorher immer den Deckel runter. Kleine unmerkliche Schmutzwasserpartikel und Keime spritzen aus der Kloschüssel, wenn du beim Spülen den Deckel offen lässt. Du musst die Plastikfolie von den Spülmaschinentabs nicht abreißen und zerbröseln. Leg sie einfach ins Fach. Das Wasser löst diese spezielle Folie auf. Aber das geht nicht bei allen Marken. Also lies nach, was auf der Verpackung steht. Wofür nutzt du das Fach unter dem Herd? Stellst du da auch Pfannen und Töpfe rein? Eigentlich ist das Fach für Essen gedacht, denn die Hitze des Ofens hält das Essen warm. Das ist ziemlich praktisch, wenn sich einer deiner Gäste verspätet. Fast jeder hat einen Pimpel in einer runden Gummiform. In Filmen wird gezeigt, wie er benutzt wird, um eine verstopfte Toilette zu befreien. Aber eigentlich nimmt man diesen Pimpel, um eine Verstopfung im Waschbecken zu beseitigen. Für die Toilette brauchst du einen anderen Pimpel. Du isst einen Taco und am anderen Ende fällt alles raus. Leg dir einfach eine Tortilla auf deinen Teller. Dann fällt alles darauf und am Ende hast du noch einen kleinen Taco. Den Gemüseschäler nutzen die meisten von uns auch falsch. Nämlich nur in eine Richtung. Wir setzen die Klinge an, schälen und setzen sie dann wieder an. Optimal nutzt du den Sparschäler, wenn du ihn hin und her bewegst.
Das geht viel schneller und ist effizienter. Zieh den Gürtel des Bademantels nicht hinterm Rücken lang, sondern fädle ihn durch die Schlaufen vor dem Bauch ein und binde ihn zu. Auf diese Weise schmiegt sich der Bademantel enger an deinen Körper. Die meisten von uns nutzen die Toilettensitzauflage falsch. Richtig ist, die Auflage so draufzulegen, dass die runde Seite in der Mitte in den hinteren Teil der Toilette schaut. In der Zahnpasta-Werbung sehen wir, dass wir die gesamte Bürste mit Zahnpasta bedecken sollen. Aber eigentlich reicht eine erbsengroße Menge aus. Die Unternehmen wollen, dass du mehr Zahnpasta verbrauchst, weil du dann schneller neue kaufen musst. Aber das ist falsch und unwirtschaftlich. Wir haben Deo die ganze Zeit falsch aufgetragen. Am effektivsten nutzt du Deo, wenn du es abends vor dem Schlafengehen aufträgst. Der einfachste Weg, Knoblauch zu schälen, ist, ihn in die Mikrowelle zu stellen. Schneide den oberen Teil ab und lege die Knolle für 20 bis 30 Sekunden in die Mikrowelle. Fertig! Die Schale lässt sich jetzt ganz leicht abziehen. Die meisten Leute schneiden ihre Pizza von der Mitte zum Rand, aber dadurch zerstören sie den Belag. Außerdem muss man mehr Schnitte machen. Eine Pizza schneidet man quer, von einem Rand zum anderen. Du brauchst nur 2 Schnitte, um die Pizza zu vierteln, 3 Schnitte für 6 Stücke. Und so weiter. Weißt du, dass es nicht nötig ist, den Koffer mit einer schützenden Plastikfolie einzuwickeln? Zieh ihm einfach ein T-Shirt an. Der Griff ragt oben beim Kragen raus und an der Seite machst du einen kleinen Schnitt für den seitlichen Griff. Den Tisch im Flugzeug kannst du auch als Hängematte für deine Füße nutzen. Binde einfach einen Gürtel, eine Decke oder ein Tuch um den Tisch und häng deine Beine rein. Um zu einem gewünschten Buchstaben oder einem Wort auf deinem Handy zu gelangen, musst du nicht mit dem Finger auf den Textbereich drücken. Halte die Leertaste gedrückt, um den Cursor zu steuern. Das funktioniert auf allen iPhones. Die Spotlight-Funktion auf deinem Mac ist nicht nur für die schnelle Suche nach Dateien und Programmen gedacht. Du kannst die Suchleiste auch als Taschenrechner nutzen. Gib einfach ein, was du ausrechnen musst. Spotlight greift auch auf ein internes Wörterbuch zu. Gib ein beliebiges Wort ein und erhalte Informationen über dieses Wort aus dem Wörterbuch. Wenn du Hunger hast, aber nicht weißt, was du im Restaurant bestellen sollst, dann nutze spezielle Apps. Sie zeigen dir, wie das Gericht aussieht, wie groß es ist und wie viel es wiegt.